Hey Leute, was geht? Und damit erstmal herzlich willkommen zu diesem lang erwarteten Video. Es geht natürlich um den 3 vs. 3 Cup, den wir vor zwei Wochen neu starten mussten, aufgrund von inaktiven Teams und Teams, die sich nicht an die Regeln gehalten haben. Dieses Mal ist es, wie schon gesagt, der letzte Versuch. Wenn es nicht funktionieren sollte, wenn die Teams wieder nicht spielen und sich die Leute nicht an die Regeln halten, war es wirklich das letzte Turnier, was wir gestartet haben, was wir veranstaltet haben. Aber sollte es aufgrund der neuen Regeln, der neuen Teams und der Spieler, die dieses Mal spielen wollen, wie wir es schon mitbekommen haben, klappen. Sollte alles funktionieren, sollten wir ein schönes Turnier haben, könnt ihr auf jeden Fall in der Zukunft davon ausgehen, dass wir weitere Turniere starten werden, von 2 vs. 2 bis zu allem, was möglich ist. Und deswegen würde ich sagen, starten wir heute mit dem Cup. In diesem Video gibt es alle Infos, alle Regeln, die ihr braucht. Und wir starten auch mit einem für uns etwas kleineren Turnier. Bis jetzt waren es immer ein paar Teams mehr, dieses Mal sind es nur 10. Diese wurden, wie gesagt, nach der Neuanmeldung, wo ihr euch alle anmelden durftet, es wurden 10 Teams per Zufallsgenerator ausgesucht. Das Ganze natürlich per Zufallsgenerator, damit keiner irgendwie bevorzugt wird, damit es für jeden fair ist und bleibt. Und wer diese 10 Teams sind, werdet ihr auf jeden Fall im Laufe des Videos noch mitbekommen. Erstmal gibt es alle Regeln. Hört bitte gut zu und ich würde sagen, wir fangen damit an, dass es wie gesagt 10 Teams sind. Es gibt 2 Gruppen. Jede Gruppe hat 5 Teams. Diese 5 Teams werden innerhalb der Gruppen gegen alle ihre Gegner spielen. Und davon werden am Ende der Gruppenphase, die morgen startet und in 2 Wochen beendet wird, davon werden dann die 2 Besten aus jeder Gruppe weiterkommen. Es wird gegen jedes Team, wie gesagt, gespielt innerhalb der Gruppe. Immer ein Best of 3. Pro Sieg bekommt ihr 3 Punkte, pro Niederlage 0 Punkte. So dass es am Ende logisch sein sollte, wer genug Punkte hat, kommt weiter. Wer nicht genug Punkte hat, natürlich nicht. So, es gibt für jede Gruppe einen Moderator. Was bedeutet dieser Moderator, was für Gruppe A ich bin und für Gruppe B Milf Hunter, müssen bei jedem Spiel dabei sein. Wir sind sozusagen die Schiedsrichter und die Leute, die das Ganze hosten. Was bedeutet, ihr habt pro Team natürlich auch jemanden, der die Spiele abmacht mit seinen Gegnern. Was bedeutet eine sogenannte Kontaktperson? Das ist und bleibt wirklich immer nur eine Person aus eurem Team und es wird auch nicht gewechselt. Was bedeutet, habt ihr eine Person ausgewählt, die die Spiele abmacht, bleibt es auch diese Person, damit da nichts durcheinander kommt. Nicht alle 3 Leute durchgehend bei anderen Teams fragen, wann ihr könnt. Es macht ein und dieselbe Person. Diese Person klärt dann mit den Gegnern unterm Video oder privat, das könnt ihr machen, wie ihr wollt, wann gespielt werden kann. Dann, und zwar seht ihr die Daten von uns gerade im Hintergrund, schreibt ihr uns einen Tag vorher mindestens, wann ihr spielen wollt, welche Uhrzeit genau, dann sagen wir euch, wann wir können, wie das passt und so weiter. Und dann wird an diesem Tag gespielt. Wir öffnen den Raum, sagen euch dann die Daten zum Beitreten und dann wird gespielt. Und so einfach ist es an sich. Wenn man nicht kann, muss man 15 Minuten bevor das Spiel losgehen würde, absagen. Wenn man das nicht tut, geht der Sieg automatisch an den Gegner. So, ich hoffe, das kam alles verständlich rüber. Ich hoffe, ich habe das gut erklärt. Und das waren an sich alle Regeln, denn die Spiele, die Maps, die Mutatoren, das bleibt alles auf Standard. Das stellt alles wie ein. Darum braucht ihr euch keine Gedanken machen. Wie gesagt, 2 Wochen dauert die Gruppenphase, wenn das zeitlich nicht reichen sollte. Wovon ich aber ausgehe, würden wir das auch um 1-2 Tage verlängern. Ich glaube, ich habe an alles gedacht. Wie gesagt, gegen jeden Gegner aus eurer Gruppe müsst ihr spielen. Die 2 Besten aus der Gruppe mit den meisten Punkten kommen weiter. Pro Sieg gibt es 3 Punkte, pro Niederlage natürlich 0 Punkte. Und ja, wie gesagt, abmachen könnt ihr die Spiele hier unter dem Video privat. Und dann müsst ihr uns einen Tag vorher mindestens Bescheid sagen, wann ihr spielen wollt, damit wir uns dafür natürlich auch Zeit nehmen können. Und wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen habt oder so, schreibt es natürlich gerne in die Kommentare. Im Hintergrund seht ihr jetzt gerade, welche Gruppen es geschafft haben, die vom Zufallsgenerator ausgewählt wurden, welche Teams natürlich in den Gruppen sind, wer gegen wen spielt. Und ja, ich sage auf jeden Fall danke, dass sich so viele Leute angemeldet haben, für alle, die nicht dabei sind. Falls dieses Turnier gut läuft, unterstützt wird, habt ihr natürlich im nächsten Turnier, was dann deutlich größer ausfallen werden könnte, die Chance mitzumachen. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zugucken, danke an alle, die sich angemeldet haben. Viel Spaß, haut rein und ciao.